Heuschnupfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Postillon Corona Extra. Aufgrund der Pandemie wird die Toilettenpapierversorgung immer knapper. Besonders groß ist die Not in Berlin. Die Hauptstadt verfügt als größte Stadt Deutschlands ja auch über die meisten Gesäße. Doch Hilfe ist bereits unterwegs, wie dieser Beitrag zeigt. Um die prekäre Lage der Menschen vor Ort zu lindern, hat die Regierung eine Luftbrücke eingerichtet. In regelmäßigen Abständen fliegen derzeit Flugzeuge über Berlin und werfen tausende Rollen Toilettenpapier ab. Kaum auf dem Boden angekommen, werden die einzelnen Rollen sofort von den Menschen eingesammelt und in Sicherheit gebracht. Zwei, danke. Andere haben weniger Glück und müssen teilweise durch Neste Rollen aus der Spree fischen, um sie daheim zu trocknen. Den Erfolg der Aktion kann man buchstäblich sogar hören. Nachdem der Motorenlärm der Maschinen abgeebbt ist, muss man nur noch ein paar Minuten warten, bis mehrere tausend Spülungen gleichzeitig getätigt werden. Auf Wiedersehen.